Heute mache ich einen selbstgemachten Handwärmer. Also so einen Taschenwärmer. Dafür habe ich hier etwas Stoff, Nadel und Faden. Und dann habe ich hier noch Vollkornreis. Ich zeichne jetzt hier mit Bleistift am besten und mit Lineal eine kleine Linie, damit ich weiß, wo ich langnähen muss. Und hier sind dann sozusagen meine Linien. Da habe ich bloß drei Seiten genommen, weil die Seite hier, die ist ja schon verschlossen, die brauche ich nicht zu nähen. Ich habe jetzt hier schon meine erste Naht schon gesetzt und ich gebe euch mal einen kleinen Tipp. Und zwar habe ich jetzt hier eine alte Hose genommen, die ist sogar von mir gewesen. Und zwar hier an den Hosenbund hier, da ist es ein bisschen schwieriger zu nähen, weil das so ein dickerer Stoff ist. Seht ihr, und erst ab hier ist es dann, also hier an den Seiten, da ist es dann etwas leichter. Macht es am besten so, dass ihr am Ende von der letzten Naht immer reinstecht. Quasi hier rein. Und am Ende von der letzten Naht so. So, ich habe jetzt hier alle Seiten benäht und lasst bitte hier am Ende noch ein Stückchen frei, weil ihr müsst ja das Ganze auch noch umkrempeln. Das zeige ich euch. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Am besten so. Jetzt ist das Ganze umgekrempelt und wenn ihr noch am besten nehmt, geht nochmal mit dem Bleistift für die Ecken nochmal ein bisschen rein. So. Also, dass dann die Ecken auch richtig rausgucken. So. Und jetzt nehmt ihr euch am besten einen Trichter, weil jetzt kommt nämlich der Reis hinein. Und am besten nehmt ihr euch da einen kleinen Löffel oder einen großen, ihr könnt auch einen großen nehmen. Säckchen ist jetzt voll genug und jetzt näht ihr quasi die Eröffnung zu. Bevor ihr den allerdings benutzt, würde ich raten, den nochmal für 30 Sekunden in die Mikrowelle zu legen. Und dann ist er nämlich auch schön warm. So, das ist jetzt der fertige Taschenhandwärmer. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das noch ein bisschen verzieren mit schönen Rand zum Beispiel oder mit so einem Aufnäher. Das ist eure Sache. Ich finde das jedenfalls sehr schick so. Und ja, wenn ihr das Ganze nachmachen wollt, schreibe ich euch die ganze Anleitung in meine Videobeschreibung und verlinke es euch auf meiner Webseite. Und ich werde diesen schönen Taschenwärmer jedenfalls verschenken. Meine Oma hat mich bald wieder Geburtstag. Und ja. Also ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Nachbasteln und noch einen schönen Tag.